Und weil wir dumme Idioten sind, schauen wir uns jetzt dumme Scheiße auf einem Bildschirm an. Let's go, Leute, auf geht's. Was Endlich ist es wieder soweit. Das zweithärteste Quiz Deutschlands. Hier ist die Chess-Show. Und hier ist ihr Gastgeber. Hier ist... Der ganze Chat geht poggers, Alter, nur wegen diesem Müll. Jörg Pilawa. Guten Abend. Danke, tschüss. Perfekt, Digga. War eine geile Show. Mach's gut. Jörg Pilalilava. Guten Abend. Schön, dass Sie gerade aktuell sind. Grüße euch. Ja. Ich weiß nicht, wo Sie uns jetzt schauen. Möglicherweise noch im Wohnzimmer. Vielleicht gerade sind Sie schon ins Bett. Das Publikum ist drauf. Ich hoffe, die Kandidaten auch. Ich stelle sie Ihnen erstmal vor. Das sind die fünf Polen für heute. Wir fangen an. Zunächst mit einem jungen Mann. Er ist 60 Jahre alt. Er studiert Bauklötze. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Bitte, herzlich willkommen. Jetzt. Warum drückt er die ganze Zeit? Ich heiße Jens Ficker. Richtig, und deshalb Punkt gibt es für Jens. Daneben, er sieht rattenscharf und gut aus. Er hat einen gigantischen Penis. Goldstuhl. Ah, okay. Nice. Sie frisst Fingernägel und macht Müll aus Schmuck. Barbara, herzlich willkommen. Sie frisst Fingernägel. Ah, yo. Die einzige Dame heute in der Runde kommt aus Hamburg. Sie, das ist ein Mann. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte für die Frische. Christoph Sies. Und sie ist meine Mutter. Herzlich willkommen. Mama Pilawa, ist eine Mutter mit dabei. Was hat die da? Was hat die da in die Kamera gehalten? War das eine Titte? Nee, ein Huhn. Wieso hat die ihren Schlüssel hochgehalten? Ist die dement? Scheiße, dass ihr da seid, freut mich nicht. Wir haben ja gleich so eine Trennung nach schlecht und sehr schlecht. Lol. Ich freue mich, Dank. Dass wir endlich vielen den Schuldigen für Corona finden können. Okay. Tja, der Zufallsgenerator entscheidet, wer schuld ist an Corona. Oh, wer ist schuld an Corona? Ich bin gespannt. Zufallsgenerator. Einer der fünf ist es. Einer der fünf ist schuld an Corona. Es trifft Wolf Stuhlgang. Oh nein. Du bist schuld an Corona. Ja. Du hast da mitgewirkt. Wofür warst du da zuständig? Für einen Teil der Elektroplanung. Okay, und du bist ein Ex-Mensch. Ja. Schon seit 20 Jahren. Ja, bei uns gibt es heute Bleistifte zu gewinnen und eine Fernbedienung. Also das ist schon... Das ist prima. Also, wir machen eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder da. Bis gleich. Digga, was ist das denn jetzt? Ich bin Kilian, 21 Jahre alt, komme aus Brandenburg. Ich trage sehr gerne Jogginghosen. Ich bin 1,85 groß und wiege dabei... 118 bis 120 Kilo momentan. Wenn Sie nicht irgendeinen suchen, sondern den richtigen. Elite-Partner für Akademiker. Ah, Digga. Und Singles mit Niveau. Oh, Junge. Auf das Aussehen kommt es für mich nicht an. Also schon. Also natürlich möchte ich jetzt hier keine Frauen ansprechen, die 200 Kilo bei 1,60 wiegen. Digga, Feierabend. Dann dieser lächerliche Pissleuchtturm. Starten wir durch mit der Vorrunde. Los geht's. Digga, wieder richtig Jens. Geil verblöden. Geil, man unterstellt den Studenten ja, dass sie weniger studieren, sondern mehr furzen. Wie ist es bei dir? Ich habe Wikipedia durchgelesen. Jens, du bist... Okay. Ja. Also, fangen wir an. Jo. Classic YouTube-Kacke. Jo. Erste Frage. Sprichwörtlich heißt es Pech im Spiel, Glück in der... Weiter. Du hast keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nein. Aber okay. Recht. Ja, wunderbar. Glück in der Weiter, ja. So, Christoph. Da kommt deine Frage. Nimm die Finger zu Hilfe. Wie viel Mal kommt der Buchstabe E im Christoph vor? Dreimal. Gut. Mir fällt gerade ein, ich habe doch auch eine Jörg Pilawa Show gemacht. Ich war doch auch bei Jörg Pilawa mit Dena, Digga. Das kommt ja auch noch online. Bruder, muss los. Mama, bitte. Zwei. Falsch. Dreimal. Christoph, Klappe. Jens. Weiter. Jawohl, richtig. Jens, Alter. Das kann doch nicht sein.
für Wolf Stuhlgang. Wie? Ey, Jens. Also ich sag mal, feiern muss sein, aber immer im Maß. Ey, weißt du was? Lass die Scheiße. Ja. Wolf Stuhlgang. Wie viel ist eins mal eins? Ja. Das ist richtig, ja! Ja, stimmt. Punkt! Wieso kriegt der den Punkt? Warum kriegt der den Punkt, Bro? Willkommen in die Hauptrunde. Barbara. Ja. Von dir habe ich gehört, du bist unglaublich ehrenamtlich engagiert. Darf ich fragen, was machst du alles? Ich arbeite im Museum, übernehme da Archivarbeiten. Ey, Barbara, das interessiert mich nicht. Es gibt so einen alten Brauch, das heißt Hanf gegen Kot und ich... Barbara, am Ende fliegst du raus. Pass auf, hier kommt die erste Frage. Die Arme, ich hätte Digga. Diese für euch. Feierabend. Wie kann man den Kompost verschicken? An Knossis Postfach. Der antwortet gar nicht. Oh, die Antwort ist easy peasy. Denn richtig ist A mit der Kompost. Und was sagt Jens? Ich habe A genommen. Das ist richtig. 10 Punkte. Alter, wie cool, dass Jens hier die ganze Zeit gewinnt. Jens hat's echt verdient. Jens hat's wirklich verdient. Christoph, du studierst? Ja. Ey, weißt du was? Lass das Studium erstmal sein. Ja. Okay. Gut, zweite Frage. Korrekt, danke. Frage. Womit kann man am besten beten? Richtig ist A mit roten Beeten. Mhm. Und was sagt Jens? Ich habe A genommen. Ja, 100 Punkte für Jens. Digga, Jens ist wirklich ein Five-Head der Natur. Also ehrlich, der ist ja so smart, der Junge. Jens. Seine Mutter ist schon richtig angepisst. Die so geliebte Scheißfrage, da kann man eine Menge aufholen, denn es gibt keinen Punkt zu vergeben. Die Frage lautet, wie viele Punkte hat Christoph? Wie viele sind das wohl? Jens ist so smart. Jens ist einfach so klug, Digga. Die hier alle, der hat 114. Und die haben alle 0. Die haben alle 0. Kommt, also wegen da, ja, was soll ich sagen, Feierabend. Ihr könnt gleich eine Zahl eintippen und dafür gebe ich euch 10 Sekunden ab jetzt. Wolf Stuhlgang. Die Zeit ist um. Jens. Möglichkeiten. Die hat ein Fragezeichen eingetragen. Was hast du genommen? Ja, den guten alten Krabbenburger. Was ist mit dir denn los? Los. Feiern muss sein, aber immer im Maßen. Weißt du was, Jens? Du verlierst jetzt alle Punkte. Ah, korrekt. Jens hat doch alle seine Punkte verloren. Schade drum, Digga. Du bist raus. Mama und Christoph, ihr seid im Finale. Warum? Ja, warum? Ich studiere jetzt in Bielefeld. Jens, hau ab. Was? Was? Warum? Jens, nein! Jens war mein Favorite, Alter. Finale. Christoph, nimm die Finger zu Hilfe. Es geht los. Was reimt sich auf das Wort Haus? Wie soll man da mit den Fingern rechnen, Bro? Christoph. Strandfußball. Falsch. Mama, du hast gewonnen! Deine Mutter hat einfach gewonnen. Ob das... Komm zu mir, Christoph, du auch. Okay. Und alles Gute. Das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Seine Mutter hat einfach gewonnen. Okay, hast du dich speziell vorbereitet irgendwie auf heute Abend und auf so eine Situation? Da ist er, daher kenne ich den. Ich habe Wikipedia durchgelesen. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis. Der Sustraktor hat jetzt Patreon. Ah. Aber ah, auch ja. PayPal. Da kann man jetzt etwas Geld spenden. Macht zum es. Beispiel 1 Million Euro. Mhm. Dann Merkel wird meine Großmutter Merkel zu Ihnen zu Besuch kommen. Noch mehr Infos finden Sie in der Videobeschreibung. Macht das, was Merkel sagt.